Hallo, ich hoffe, es geht dir gut. Für mich waren jetzt die letzten Tage, vor allem gestern, vorgestern, immer wieder so, das war so schwankend. Ich hatte immer wieder das Gefühl, ich habe zu wenig Erde, also Boden. Die Energie war sehr im Kopf. Manchmal war es mir auch im Solarplexus, also Magen, komisch und ja, schwindlig, einfach nicht ganz, ich war einfach nicht bei mir. Zeitweise mehr wieder und dann wieder voll weg. Und ich habe mich gestern dann hingesetzt und habe mich verbunden mit dem Hüter des Lichts, also das heißt, er war in dem Moment präsent und hat mir wirklich sehr geholfen. Und ich hoffe, dass er jetzt hier mit uns gemeinsam nochmal so eine Heilmeditation macht mit seiner Energie. Und ich verbinde mich jetzt und schaue, ob das möglich ist. Wunderbar. Also ich nehme die Mutter des Lichts wahr im Hintergrund und er steht so im Vordergrund und ich nehme ihn wahr mit einem großen, klaren Kristall. Und er ist auch sehr lichtvoll. Und er sagt, die Energien sind sehr streng. Es sind hohe Schwingungen, von denen ihr euch so wie vom Boden abhebt. Es ist eine kraftvolle Energie, die gleichzeitig die Energie im Menschen verunsichert. Es fühlen sich viele Menschen unsicher und unstabil. Der Körper ist geschwächt oder müde von dieser starken Energie. Und warum sich der Körper so anstrengt, hat mit der Stärke zu tun. Es ist wie, wenn du etwas durchflutest, was gar noch nicht bereit ist oder sich nicht ganz dem öffnen kann, dann prallt es irgendwo. Also es gibt wie ein Stau. Er sagt überhaupt die letzten, also es geht schon über eine längere Zeit, dass es so aktiviert wird. Der Körper und der Geist. Und warum ich jetzt die Verbindung aufnehme, hat mit der Energie insgesamt zu tun. Ich bin der Hüter der Kristalle und die Kristalle haben eine innere Frequenz und sind die Informationsträger der Erde und gleichzeitig auch des Universums oder des Kosmos.
Ein Kristall hat eine klare Energie und diese Klarheit möchte ich dir jetzt mitgeben. Es sind verschiedene Facetten in einem Kristall, die sich aus der Dunkelheit ins Licht bewegen. Der Kristall entsteht inmitten der Erde und verbindet sich mit dem strahlenden Licht, mit den Energien der höheren Sphären. So bitte ich dich jetzt, einen Moment die Augen zu schließen und dich ganz in deinem Körper zu befinden, dich ganz zu konzentrieren auf deinen physischen Körper, die Verbindung zur Erde und die Verbindung zur Quelle. Und du kannst dich ganz mit meiner Energie verbinden. Die Kristalle werde ich auflegen. Der erste Kristall lege ich über dein Haupt, über das Kronenchakra. Und dieser Kristall, diese Energie, durchströmt das Kronenchakra und öffnet die Energien. Zu den höheren reinen Energien, so dass ein Fluss entsteht. Der sich ganz mit deinem Körper verbindet. Und ich lege ein Kristall auf dein drittes Auge, auf dein Stirnchakra, und das reine Licht durchströmt und aktiviert die Energien wo sich auch jeglicher Stau auflöst. Ich lege ein Kristall auf dein Halschakra. Da die Energien hier mit all seinen Facetten durchströmt. Klare, reine Energie. Und ich
Ich lege einen Kristall auf dein Herz. Dein Herzchakra kann sich in dieser Energie ganz ausweiten und ausdehnen. Ich lege ein Kristall auf deinen Solarplexus. Und er aktiviert die Energie. Und den Fluss. Im ganzen Körper. Ich lege ein Kristall auf dein Sakralchakra, auf deinen Bauch. Die Energie die Lebenskraft stärkt sich. Verbindet sich auch mit den oberen Chakren. Mit dem Erd- oder Wurzelchakra, wo ich jetzt ein Kristall auflege. Verbindet sich der Strahl durch deinen ganzen Körper, durch alle Energiezentren. Mit der Erde. Dieser Lichtstrahl geht ganz ins Zentrum der Mutter, Mutter Erde. Und diese kristalline Energie verbindet sich ganz in deinem Körper, in all deinen Energiebahnen und Chakren. Durchströmt alles. Und reflektiert durch seine Facetten. Die kraftvollen Informationen.
des Kristalls, der Verbindung zur Erde, der Verbindung zum reinen Licht. Ausgewogen und stärkend. Und der Kristall über deinem Scheitel verbindet sich der höchsten Form, der reinsten Energien, die jetzt so stark in deinem Körper wahrgenommen werden. Und diese Energien strömen in diesen Kristall und verfeinert werden sie durch die Facetten des Kristalls verteilt und in einer Feinheit und Klarheit von deinem Körper aufgenommen. Ich musste fast niesen. Dieses reine, feine Licht kann sich so deinen ganzen Körper verteilen, weil es etwas gedämpft über dich hineinstrahlt. Das geht bis in die unteren Chakren und verbindet sich ganz mit der Mutter Erde. Und jetzt nehme ich ihn wahr, wie er so wie eine Laterne hält und so, als würde er schauen, was passiert. Und er sagt, ich bin stolz auf dich, also auf dich, auf mich, auf uns alle. Diese feine Energie wird so viel klarer aufgenommen und es ist, prallt nicht so, es prallt nicht so in einem auf, blockiert, sondern es ist so, als würde es durch alles durchgehen, so ganz feinstofflich. Für mich fühlt es sich sehr gut an jetzt. Und er sagt, diese Kristalle kannst du so lange
wie du möchtest, bei dir behalten. Sie sind aktiviert und so ist es wie einfacher, ein Gleichgewicht zu finden im Körper, den Energien. Jetzt habe ich so das Bild, als würde er wieder so in die Erde gehen. In sein Kristalltempel. Und ich bedanke mich von ganzem Herzen. Die Mutter des Lichts nehme ich jetzt wahr, als würde sie noch so zwei, drei wie so Vorhänge wegwischen. Geht wieder mehr in den Hintergrund und bedankt sich. Und es ist so die Freude, die ich so spüre, dass so das Gemeinsame an sich schaffen, also mit ihr, mit den Engeln, der Hüter des Lichts, war auch schon da, der Hüter der Kristalle, und mit dir und wir alle zusammen, und das fühlt sich jetzt für mich gerade so gut an, wie wir uns gegenseitig unterstützen können. Und ich habe jetzt auch so das Bild, dass wenn wir das machen, also bei mir, bei dir, sind dann auch immer andere Wesen, die auch nochmal von diesen Energien profitieren. Also so ermöglichen wir es auch noch anderen. Und das fühlt sich jetzt so schön an. Okay, ich bedanke mich bei allen, die uns helfen, und auch bei dir, und ich freue mich sehr auf morgen. Ciao.